Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Onkel Poppy und wir spielen Minecraft Killzone 2 basierend auf Project Ozone Lite, was man bekommen kann in der Twitch-App. Ich wollte gerade sagen Technik-Launcher, aber das ist falsch. Nein, in der Twitch-App. In der Twitch-App kriegst du dieses Ding, wie gesagt, Technik-Pack Ozone Lite ist das, Project Ozone Lite. Wer also Bock hat, kann es gerne mitspielen. So, heute möchte ich gerne, was möchte ich denn heute machen? Ach, heute möchte ich mich, glaube ich, gerne mal um Seeds kümmern. Ich hoffe, das kriegen wir alles so zusammen, wie wir es zusammenkriegen sollen. Wo ist es denn? Hallo? Da. Diese Dinger möchte ich gerne haben. Dafür brauche ich diese Chunks. Die Chunks, das sind die Dinger, die wir jetzt durch die Mob-Falle im Endeffekt zusammenbekommen haben. Die habe ich ja nun vor einigen Folgen mal gebaut hier. Und das ist der Knackpunkt, weswegen wir hier diese Dagger, Thorium-Dagger machen, dass die hier abfarmen. Und dann kriegen wir hier diese Zombie-Chunks. Tier 1 zum Beispiel ist das. Und wir brauchen, warte mal, was brauchen wir? gute Frage, nächste Frage. Wo war denn das? Da. So. Zombie-Chunk, Tier 1. Die Dinger brauchen wir und die müssen wir im Ofen brennen. So war das gewesen. Zombie-Chunks. Dich brauchen wir. Dich und dich. Du kommst mal mit. Der Rest kann gerne... Hier, was haben wir hier? Basalt-Chunk, Alter. Creeper-Chunk. Okay. Kriegen wir alles raus, wofür wir das brauchen. Bei dem, weiß ich, müssen wir das jetzt erstmal brennen. Denn wenn wir das nämlich jetzt im Ofen brennen, dann kriegen wir daraus ein Tier 1 Mob-Chunk. So, dich ziehen wir mal durch. Dass wir mal so eine Handvoll kriegen. Und dann können wir nämlich damit hoffentlich endlich Wither-Köpfe herstellen, sodass wir ungeniert Wither spawnen lassen können, damit wir Nether-Stars bekommen. Dass wir hier weiterkommen mit unseren anderen Möglichkeiten. Wie zum Beispiel den besseren Solarzellen oben. Dass wir da oben ein bisschen mehr Strom bekommen. So, dann geht das weiter. Tier 1. Mob-Chunk. Machen wir in Tier 2 Mob-Chunk. Richtig? Zombie-Chunk in Tier 1 Mob-Chunk. So, genau. Und hier so nochmal zurück. Jetzt bin ich wieder zu weit. Lol. Dussel. Dahin müssen wir. So. Jetzt fehlt uns... Natürlich fehlt uns etwas. Das heißt, dafür müssen wir auch noch... Oh, Alter. Jetzt geht's aber los hier. Nix schlägt. Das heißt, wir brauchen Prudentium-Essenz. Prudentium-Craft. Und da machen wir mal... Wie viel machen wir davon? Pauschal mal 100, ne? Guck mal, wir machen das mal. Das ist schön, dass man das so automatisieren kann. Finde ich voll geil. So. Dann können wir da nämlich schon mal welche von machen. Dann machen wir mal 10. Ganz pauschal machen wir mal 10 Stück davon. Warum wird das mal schneller und mal langsamer? Das verstehe ich immer nicht. Ganz komisch. Ganz komisch. Tatsächlich. Ganz komisch. So, du kannst jetzt erstmal weg. Dann geht es hier weiter mit Tier 2. Daraus machen wir dann mit Intermedium Tier 3. Wir haben natürlich kein Intermedium. Intermedium, da haben wir es. Da machen wir auch mal 100, ganz pauschal von. Er rechnet. Das ist auch ganz cool. Irgendwie ist mit dem Server wieder irgendwas krumm. Jetzt sagt er jedes Mal, er muss erst rechnen. So, dann geht das auch los. So, da machen wir auch mal ganz ungeniert die ganzen 10 Stück von. Und dann geht es hier weiter mit Tier 3. Und dafür brauchen wir Superium. Haben wir sogar einen von. Richtig gut. Richtig gut. Meine Tastatur steht schief. So, da machen wir auch mal 100. Ganz pauschal. Rechne. Simulation. Auch voll gut. Er simuliert quasi etwas, was gar nicht da ist. Okay, so, da muss er erst was storagen. Also ich finde es echt nicht verkehrt, dass ich das ins Autocrafting reingenommen habe. Das ist ein Rezept, Alter, das ist so scheiße. Und wenn du das jedes Mal machen musst, jedes Mal von Grund auf vor allem auch, da kriegst du einen Vogel. Ohne Witz, du kriegst echt einen Vogel. Das finde ich völlig genial. So, jetzt haben wir alle 3 belegt. Ne, 2. Siehst du mal, wie gut, dass wir hier die 3 Crafting...
Dinger mittlerweile haben. Aber woran scheitert? Ach, okay, lol. Überleg mal, wie viel er braucht. Können wir beim nächsten Mal, bei der nächsten Stufe, können wir das mal gucken, wie viel er da wirklich braucht. Alter, das ist so krass. So, da weiß er, da muss er noch einen craften, weil der nicht hält. Auch geil, ne? Megamäßig, Alter. Es ist mal, eigentlich ist es auch entspannt, zuzugucken, wie das Ganze hier so flackert. Muss ich ja echt mal so sagen. So, die Hälfte haben wir schon. Das heißt, wir können noch weitermachen. Was ja vielleicht auch nicht so ganz unverkehrt ist. So, da haben wir wieder 10 Stück von. Da waren wir jetzt bei Scheiße. Bei dem blauen waren wir auf jeden Fall. Okay. So, das heißt, jetzt brauchen wir Tier 5. Supremium. Wie viel waren wir davon? Auch keinen mehr. So, jetzt wollen wir mal gucken. Jetzt geht's los. Jetzt fängt er an zu rechnen. Und zwar wird es jetzt nicht gerade knapp. Also es wird schon die ganze Ecke, was man machen muss. Oh, diese Viecher gehen mir so auf den Keks. Die nerven. Kann man nicht irgendwas, gibt's nicht irgendwas, womit man abstellen kann, dass die, die Endermänner wie verrückt spawnen? Ohne Witz, die spawnen wie verrückt. So, ich glaube, jetzt verbrauche ich gerade meinen gesamten Vorrat von Infernium. 23.000 Infernium. Alter, ohne Witz. Megamäßig. Überleg dir mal, 23.000 Infernium für 100... Alter, krass. Mach mal. Heftig. Heftig und Co. Alter, ohne Witz. Heftig und Co. So, einen brauche ich noch, komm. Dann kann ich erstmal mit etwas anderem weitermachen. Bitte, 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 einen noch. Komm, komm, danke. Alter, ist krass, ne? Überleg dir das mal. Wie viel er da machen muss. Irre. Ey, das ist voll irre, Alter. So, jetzt haben wir Tier 5. Und können daraus, wo bist du denn? Da. Und können da quasi draus mit 2 Skelettköpfen ein Wither-Skeletten-Chunk machen. Und wir brauchen 4 Stück davon, ne? Alter. Kriegen wir so viel hin? Ich weiß nämlich nicht, wie viele Wither-Skelettköpfe ich habe. So, das Geile ist aber, ich habe jetzt die Möglichkeit. Oh nein, es fehlt noch einer. Ich kann mir daraus nämlich einen Seed machen. Und dieser Seed, der fabriziert dann eben Wither-Skelettenköpfe. Das ist so geil. So geil, ey. So geil. Dann haben wir nämlich quasi unendlich Wither-Skeletten-Seeds. Das finde ich voll cool. Jetzt überleg mal, man müsste diesen ganzen Quark tatsächlich alles mit der Hand machen. Überleg mal, was du da craften kannst, Alter. Da bist du ja wirklich tagelang am Gange. Alter. Das ist doch schon abartig, oder? Ich sag nicht, du bist kaputt. Das ist normale Erde? Infernium? Infernium? Nimm mal den hier. Fette Lizet. Fette Lizet. Zack. Ne? Weißt Bescheid? Na. Geh weg, Alter. Ohne Witz, ich hasse euch. Weil ihr immer so einen Lärm macht. So einen unnötigen Lärm. Ey, das ist laut. Hallo, hallo. Hallo. Beruhig dich doch erstmal. Hey, ist alles gut. Verstehst du jetzt, warum ich diese Endermänner nicht leiden mache? Die machen so einen unwahrscheinlich nervigen Lärm, ey. So, den lassen wir da unten wachsen und gedeihen. Vielleicht haben wir dann doch nochmal eine Chance. Okay, da sind 6, Alter, so viel. Wow. Meinst du, wir kriegen noch einen hin? Wie viel haben wir denn noch? 4 Stück? Kriegen wir locker nur 2 von hin, mehr nicht. Okay, dann bleibt das weg. Ist halt auch okay. Passt schon. Was kann der jetzt mehr? Wither Resistance. Charmster. Ah, lol. Auch nicht schlecht. Wither Resistance mit Nether Stars. Siehst du, da ist es nämlich. Da ist es nämlich. Guck dir das an. Okay. Läuft.
So, jetzt haben wir schon mal ein kleines bisschen was gemacht. Ist auch nicht verkehrt. So, jetzt brauchen wir natürlich noch. Ein paar Ingots. Natürlich haben wir nicht genug. Schade auch. Dauert das echt so lange? Weil ich wollte eigentlich noch die Ingots mit fertig machen, dass wir dann auch die Rüstung bauen können, dass wir die nächste Challenge sei schon, die nächste Quest erledigt haben. Das wäre nämlich auch nochmal ganz toll. Hier die, wo waren sie denn? Agrikultur. Dahin. Ne, diese hier, die müssen wir ja auch noch machen. Die ganzen Sachen. Alter Schwede, ey. Das ist, also wenn du das wirklich alles per Hand machen musst, ne? Respekt. Den Leuten, die das per Hand machen, echt Respekt. Muss man echt sagen. Muss man wirklich sagen. So, Freunde, was ich auch noch mit euch besprechen wollte, es verändert sich in meinem Leben ein wenig etwas, hoffentlich zu meinem Vorteil, muss ich ja auch mal so sagen. Hoffentlich zu meinem Vorteil. Ich gehe mal eine Runde farmen. Genau. Nee, also ich habe wie Langzeitgucker meines Kanals wissen, arbeite ich oder doch noch, ich muss sagen, ich arbeite für einen blauen Elektronikfachmarkt, muss ich sagen. Die Leute wissen das und die wissen auch, ich habe es gerne getan. Die wissen, dass die Sache, die ich da gemacht habe, bei dem blauen Elektronikfachmarkt Herz und Seele gewesen sind. Jetzt ist halt der Knackpunkt. Ich habe diesen Job gekündigt und zwar zum Ende diesen Monats, also sprich zum 31.01.2018, bin ich nicht mehr Teil der Firma Blauer Elektronikfachmarkt. Ich nenne es mal Blauer Elektronikfachmarkt. Jeder, der so ein bisschen mitdenkt, wird schon wissen, worum es geht, welcher Markt das ist, welcher Laden das ist. Also es ist nicht Mediamarkt, die sind ja nicht blau. Jetzt müsst ihr euch überlegen, wer ist blau? Klar, der Penner auf der Parkbank, natürlich. Aber, ja, ich habe da aufgehört und fange quasi zum 1.2. meinen neuen Job an. Der sich jetzt kurzfristig ergeben hat. Muss ich auch dazu sagen. Ich gehe nicht mehr zurück in den Einzelhandel, muss ich auch dazu sagen. Ich mache etwas anderes als den Einzelhandel. Hat aber auch was mit Computer und Software zu tun, natürlich. Also Softwareentwicklung wird es sein, wird es werden. Dadurch wird sich hoffentlich, ich hoffe es mal, hier auf dem Kanal nicht allzu viel ändern. Es könnte nur sein, dass Videos relativ unregelmäßig kommen könnten, eventuell. Ich weiß es halt nicht, ich will es jetzt nicht beschwören, aber nur, dass ihr halt schon mal drauf wisst, worauf es die nächsten Wochen vielleicht ankommen könnte, hat einfach was damit zu tun. Ich muss mich natürlich erstmal in dem neuen Job zurechtfinden. Wie viele von euch wissen oder eigentlich alle wissen sollten, bin ich auch nicht mehr der Jüngste. Das heißt, auch bei mir dauert es halt mit dem Einarbeiten etwas länger. Und dementsprechend kann es natürlich passieren, dass mir dann irgendwann mal der Kopf raucht, wenn ich abends nach Hause komme. Und dann sage, ich habe keinen Bock mehr, mich jetzt auch nochmal an den Rechner zu setzen, um Video zu machen. Deswegen kann es vielleicht sehr, sehr gut sein, möglich sein, dass ich dann ab und an mal kein Video hochbringe. Oder nicht so wie jetzt, wo ich mir das Ziel gesetzt habe, mindestens ein Video am Tag. So ist es eigentlich mein Anspruch auch gewesen oder eigentlich immer noch, dass ich mindestens 2 Videos am Tag mache. Ist aber halt so, zurzeit habe ich einfach nicht so die Ambition, es sei denn MG und Fresh machen dazu nochmal mit, dass man dann nochmal PUBG eine Runde aufnimmt. Alleine ist PUBG auch immer so ein bisschen so low. Wobei PUBG, muss ich auch sagen, nicht gerade die besten Klicks bringt. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da achte ich auch so ein bisschen auf die Klicks. Natürlich, keine Frage, wo ich halt mir immer Ziel setze, es muss mindestens 2-stellig sein, dass sich das für mich halt lohnt. Sonst ist es halt auch immer so ein bisschen blöd, weil häufig ist es so, ist es halt sehr spät erst 2-stellig, meistens nur 1-stellig, nach einer gewissen Zeit, die ich mir vorgebe, muss ich auch dazu sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich muss innerhalb von 24 Stunden 100 Klicks haben oder so. Nein, auf dem Level bin ich nicht. Es soll mir auch Spaß machen, soll mir auch Bock machen und das kommt auch noch mit dazu, dass wir halt aufnehmen. Ich muss dazu sagen, Fresh war krank.
schwer krank, muss ich auch sagen. Ist keine leichte Krankheit, dementsprechend ist das Ganze so ein bisschen auf Eis gefallen, siehe Formel 1 zum Beispiel halt auch. Und MG schichtet. Ne? Ist ein Schichtarbeiter, der hat Früh- und Spätschicht und da müssen wir uns auch so ein bisschen natürlich nach ihm richten. Keine Frage, deswegen können wir jetzt nicht sagen, okay, wir nehmen heute mal so auf und mal so, mal so. So, und dann kommt es auch noch mit dazu, wenn wir uns dann alle wieder zusammengefunden haben, ist halt auch der Knackpunkt, muss es natürlich auch eine Runde sein, die auch sehenswert ist, weil mittlerweile gehe ich nicht mehr auf die Sache, Hauptsache ich habe was, sondern ich möchte schon, es soll auch ein bisschen Spaß machen, ne? muss auch sein. Soll ein bisschen Spaß machen, ein bisschen lustig machen und ich glaube und hoffe, die letzten Folgen von PUBG zum Beispiel sind auch so geworden. Das soll halt auch so, das soll auch so bleiben. Also ich möchte jetzt nicht einfach nur so, Hauptsache ich habe da was und Hauptsache ihr könnt was gucken und fertig. Es sei denn, ihr wollt das so, schreibt es mal in die Kommentare bitte. Weil ich finde es sonst auch natürlich ein bisschen zu langweilig. Hier bei Minecraft, da ist es eigentlich immer, da kann man immer ein bisschen was zeigen, egal was es ist. Wenn es nur ein bisschen Holz bauen, ein bisschen Technik oder was auch immer. Es gibt immer irgendwas, was man zeigen kann, erklären kann und so weiter und so fort. Aber solche Sachen wie PUBG zum Beispiel, die sollen auch Spaß machen. Die sollen auch animieren zu gucken. Die sollen auch dazu animieren, dass du da draußen am Bildschirm saßt. Jo, hey, hör mal, das empfehle ich mal weiter. Meinen Kumpels kann man gut lachen. Und das habe ich das Gefühl gehabt, dass ich das unter den letzten Videos sehr häufig gelesen habe von PUBG. Und das hat mir gezeigt, da bin ich auf der richtigen Fährte. Aber wie gesagt, es bedarf Zeit. Also wer PUBG selber spielt, der weiß auch, wie lange es dauern kann, bis man eine solche Runde dann auch zusammenbekommt, jo, die man auch zeigen kann. Also es ist wirklich nicht in 5 Minuten gemacht. Da steckt eine Menge Zeit, eine Menge Arbeit hinter. Muss man wirklich sehen, dass man dann auch ein bisschen was Gescheites zusammenbekommt. Und meistens ist es natürlich auch so, dass du auf Kommando nicht unbedingt lustig sein kannst, sondern hast vielleicht noch irgendwo einen Stress vom Tag im Kopf, den willst du erstmal loswerden. Dann gibt es ziemlich viele Privatgespräche, die wir nicht mit aufzeichnen, also zwar schon aufzeichnen, aber nicht mit senden natürlich logischerweise. Die bleiben unter uns, dann hat der eine ein Wehwehchen, der andere hat ein Wehwehchen und keine Ahnung, was halt alles so ist. Bis dann alles mal so stattfindet, wie jetzt die letzten Folgen, zum Beispiel bei mir auf dem Kanal hier PUBG, stattgefunden haben, bis das alles soweit ist. Oh, vergehen schon einige Stunden. Also da muss man ganz klar sagen, es ist nicht in 5 Minuten gemacht. Das sind solche Sachen, wo ich jetzt schon mal darauf hinweisen möchte. Oh, hi. Das ist eben halt in der Zukunft ein paar Probleme geben könnte. Eventuell. Na, also das ist das Einzige. Was heißt Probleme? Nicht unbedingt Probleme. Aber es könnte halt sein, dass es mal einen Tag nichts gibt. Da möchte ich euch nur schon mal darauf hinweisen. Soll kein Dauerzustand werden, soll nur die erste Zeit so werden, weil wie gesagt, muss mich halt darauf einstellen, dass es in der Firma da eben etwas schwieriger wird, weil es für mich auch Neugebiet ist. Also es ist nicht ganz neu, aber neu im professionellen Bereich, also sprich im geschäftlichen Bereich. Dementsprechend mal gucken, wie das da so wird. Vielleicht fällt es mir auch ganz easy leicht und Europa schon. Mal gucken. Das wollte ich nur soweit gesagt haben. Das heißt, ab 1.2. habe ich einen neuen Job. Und ich denke mal, dass wir dann auch mit Formel 1 demnächst wieder durchstarten werden. Dass dann Formel 1 auch wieder kommen wird. Wie gesagt, Fresh ist wieder gesund. Das ist so ein bisschen Status-Update. Und was geht mit dir? Du sagst auch, ein Blick nach links, ein Blick nach links, ein Blick nach rechts oder was? Läuft bei dir? Nee, wie gesagt, alles soweit in Ordnung. Deswegen bitte nicht wundern, wenn es dann doch mal ein bisschen weniger wird an Videos oder teilweise mal gar nichts kommt oder Ewigkeiten vorproduziert ist. Kann natürlich auch sein, deswegen da bitte nicht wundern. Danke euch jedenfalls fürs Zuschauen. Ich gehe wieder nach Hause. Ich habe jetzt erstmal genug. Wir sehen uns hoffentlich morgen wieder zum nächsten Part von Catzone 2. Danke fürs Zuschauen. Ja, bewertet es, das Völkchen hier. Schaut in die Playlist rein. Ich blende euch gleich noch ein paar andere Videos mit rein. Guckt da nochmal drauf. Lasst ein Abo da. Wenn ihr abonniert, wäre ich euch ziemlich dankbar dafür. Dann aber auch die Glocke bitte mit aktivieren, damit ihr auch mitgeteilt bekommt, wann die nächsten Videos kommen. Dankeschön. Bis dann. Ciao.